Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem innerparteilichen Streit über die Deutschlandpolitik steht jetzt fest, Oskar Lafontaine bleibt Kanzlerkandidat der SPD. Diese Entscheidung gab am Nachmittag der Vorsitzende der Sozialdemokraten Vogel nach einer Präsidiumssitzung seiner Partei in Bonn bekannt. Die SPD, so Vogel weiter, werde dabei den saarländischen Ministerpräsidenten mit voller Kraft unterstützen. Die Sitzung des SPD-Präsidiums begann äußerst ungewöhnlich. Hans-Jochen Vogel kam 6 Minuten zu spät. Schon wieder eine Krise, wurde er gefragt. Aber die Damen und Herren in der Führungsetage wussten bereits, dass Vogel Entwarnung melden konnte. Die eigentliche Überraschung des Tages, dass nämlich Oskar Lafontaine Kanzlerkandidat bleibt, wurde eher beiläufig bekannt gegeben. Der SPD-Vorsitzende Vogel teilte dies am Ende einer 5-Punkte-Erklärung über die parteiinterne Diskussion zum Staatsvertrag mit. Lafontaine macht also seine Haltung nicht mehr von einem bestimmten Abstimmungsverhalten seiner Partei abhängig. Die Antworten darauf fielen aber keineswegs ganz eindeutig aus. Im Parteipräsidium wurden diese Antworten für die Öffentlichkeit säuberlich sortiert. Einerseits ist jetzt allen klar, dass man den Staatsvertrag nicht scheitern lassen darf, um nicht ein Chaos in der DDR auszulösen. Auf der anderen Seite soll die sozialdemokratische Mitgestaltung rund um den Vertrag deutlich werden, um das überraschende Festhalten Lafontaines an der Kanzlerkandidatur plausibel zu machen. Parteichef Hans-Jochen Vogel will deshalb die Entscheidung von der Erfüllung der SPD-Forderungen morgen im Kanzleramt abhängig machen und bis zu den Beratungen der obersten Parteigremien am Donnerstag offen halten. Diese Forderungen haben in der ersten Runde der Verhandlungen bereits zu wahrnehmbaren Bewegungen geführt. Dass die Bundesregierung jetzt behauptet, sie hätte das alles schon immer vorgehabt, ist eine Schutzbehauptung. Hätte sie es vorgehabt, hätte sie bestimmt nicht darauf verzichtet, es zu einem früheren Zeitpunkt mitzuteilen. Nach einer Sitzung des CDU-Vorstandes erklärte Generalsekretär Volker Rühr hingegen, dass es zum fertigen Vertragswerk keine zusätzlichen Erklärungen geben werde, die auf die Mitwirkung der SPD zurückzuführen sind. Der Vorsitzende der DDR-CDU, Ministerpräsident de Maizière, soll auf dem Vereinigungsparteitag mit der bundesdeutschen CDU Anfang Oktober in Hamburg zum alleinigen Stellvertreter Helmut Kohls gewählt werden. Dafür sprach sich heute in Bonn einstimmig der CDU-Bundesvorstand aus. Bislang gibt es 7 stellvertretende Parteivorsitzende. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie Neckar hat die SPD vor Verzögerungen beim deutsch-deutschen Staatsvertrag gewarnt. Wer jetzt Zweifel sehe, handele unverantwortlich und ernte eine neue Fluchtwelle. Die SPD-Forderung nach Nachbesserungen nannte Neckar unangemessen. Zugleich forderte er die Industrie zu verstärkten Investitionen in der DDR auf. Lange Schlangen vor Sparkassen, Banken und Postämtern in der DDR und hier in Ost-Berlin. Seit heute werden die Anträge zur Kontenumstellung entgegengenommen. Bis zum 6. Juli haben die DDR-Bürger dafür Zeit. Bis zu diesem Tag können noch neue Konten eröffnet und DDR-Mark eingezahlt werden. Jeder Kontoinhaber erhält eine Auszahlungsquittung. Damit können vom 1. Juli an, dem Stichtag der Währungsunion, von jedem 1:1 umgestellten Konto zunächst höchstens 2.000 Mark abgehoben werden. In einer zweiten Umstellungsphase vom 6. Juli an werden die Konten dann vollständig auf D-Mark umgestellt. Die 3 Westalliierten haben ihre im Mai 1949 erhobenen Vorbehalte gegen eine Direktwahl der Westberliner Abgeordneten durch die Bevölkerung jetzt auch formal aufgehoben. Nach Angaben von Regierungssprecher Klein hat Bundeskanzler Kohl am Wochenende ein entsprechendes Schreiben der Siegermächte erhalten. Damit erlischt auch der Vorbehalt gegen das volle Stimmrecht der Berliner Vertreter in Bundestag und Bundesrat. DDR-Ministerpräsident de Maizière und der amerikanische Präsident Bush haben heute in Washington Fragen der deutschen Vereinigung besprochen. Die DDR ist bisher immer ein Staat gewesen, der vom Protokoll des Weißen Hauses geschnitten wurde. Und nun Lothar de Maizière Seite an Seite mit dem amerikanischen Präsidenten im Rosengarten. Ein kurzes Treffen im ovalen Arbeitszimmer, das Händeschütteln für die Fotografen, ein gemeinsames Mittagessen. Deutschland, die Einheit war das Thema. Was allerdings George Bush mit dem Regierungschef der DDR verhandeln könnte, dass er nicht bereits mit dem Kanzler in Bonn besprochen hätte, ist schon komplizierter. Auf die zugebrüllte Frage der Reporter, what are you going to talk about, gab es keine Antwort.
Lothar de Maizière kommt gerade von einem Treffen des Warschauer Paktes. Das wäre schon mal ein interessanter Aspekt zum aktuellen Streit. Darf ein zukünftiges Deutschland Mitglied der NATO sein? Hinterher sollte es eine kurze Pressekonferenz des Gastes geben, aber so entschied man im Weißen Haus, nicht auf unserem Rasen. Etwas Spannung hatte die Meldung der Süddeutschen Zeitung in die Runde der Journalisten gebracht. Der Gast aus der DDR trage eine persönliche Botschaft Michael Gorbatschows an den amerikanischen Präsidenten im Aktenkoffer. Und diese Meldung wurde dann auch spontan dementiert. So bleibt die Tatsache selbst, dass zum ersten Mal ein Ministerpräsident der DDR im Weißen Haus empfangen wurde, der Kern der Nachricht heute. Auf der Suche nach Lösungen der militärpolitischen Rahmenbedingungen für den deutschen Vereinigungsprozess haben Bundesaußenminister Genscher und sein sowjetischer Amtskollege Schewardnadze heute im sowjetischen Brest weitere Fortschritte erzielt. Ausgerechnet Brest, die Stadt, in der 1918 ein historischer Friede geschlossen wurde. Der sowjetische Außenminister Schewardnadze hatte diesen Treffpunkt vorgeschlagen. In Brest ist 1941 sein Bruder gefallen und hier ist er auch begraben. Zusammen mit Außenminister Genscher wollte Schewardnadze dieses Grab nach den heutigen Gesprächen besuchen. Hauptthema der eintägigen Unterredung: der militärpolitische Status eines geeinten Deutschland. Die sowjetische Position lässt sich nach wie vor auf den Punkt bringen: erstmal muss sich die NATO ändern. Und zwar so, dass sie auch von ihrer Strategie her keine Bedrohung mehr für die Sowjetunion darstellt. Dann kann man weitersehen. Den entscheidenden Durchbruch hat von diesem Treffen niemand erwartet. Denn die beiden Außenminister werden kaum dem 2+4-Treffen Ende nächster Woche in Berlin vorgreifen wollen. Aber beide waren sich darin einig, dass unter die Vergangenheit endgültig ein Schlussstrich gezogen werden kann und dass man sich von einem Treffen zum anderen immer näher kommt. Der Führer der schwarzen Bevölkerungsmehrheit in Südafrika, Mandela, hat sich in Bonn dafür eingesetzt, die Wirtschaftssanktionen gegen sein Land aufrechtzuerhalten. Im Gespräch mit dem SPD-Vorsitzenden Vogel sagte er, der Druck auf die südafrikanische Regierung müsse so lange bleiben, bis grundlegende Veränderungen erreicht seien. Wie Vogel versprach auch Bundesarbeitsminister Blüm dem Vizepräsidenten des ANC weitere Unterstützung bei der Überwindung der menschenverachtenden Rassentrennung. Morgen wird Nelson Mandela mit dem Bundespräsidenten, dem Bundeskanzler und dem Außenminister sprechen.